Verbindungssonntag. Du, du, du. Das erste Mal von dieser wirklich super sexy Rubobank. Mein Gott, ist die schön. Aber ich bin nicht nur hier, um von meiner neuen Hobelbank zu schwärmen, sondern auch, um das Jahr 2020 doch noch zu retten. Ich kanalisiere all meine Superpowers und löse heute ein Problem, was wir, glaube ich, alle kennen. Und zwar, egal ob wir leichte oder sehr schwierige Verbindungen machen, irgendwann kommt immer der Punkt, wo wir dann mal Hirnholz stemmen müssen. Und das kann, wenn wir ehrlich sind, ziemlich scheiße sein. Warum? Schauen wir uns gleich an. Nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, ich rette das Jahr noch irgendwie und kämpfe gegen Covid. Deswegen zeige ich euch heute den besten Hack, wie ihr auch Hirnholz super präzise nachstemmen könnt. Dafür müssen wir allerdings an die alte Hobelbank. Wenn wir Hirnholz, so wie zum Beispiel bei so einer Verbindung, einer Überblattung oder wie auch immer, oder beim Zapfen nachstemmen wollen bzw. müssen, liegt das meistens daran, dass wir neben unserer Linie gesägt haben und die Verbindung passt einfach noch nicht zusammen. Wie machen wir das normalerweise? Ganz einfach. Wir nehmen uns hier so einen Block, der gleich als Führung fungiert, spannen uns den einmal schön fest. Dabei ist es immer wichtig, das auch nochmal gesagt, dass ihr zwei Zwingen nehmt, denn zwei schützen mehr gegen Verdrehen. So, und dann fangen wir an und wollen dieses letzte Stück, das ist wirklich nicht viel, vielleicht eine Fingernagelbreite, runterstemmen. Und wir sehen, das geht zumindest grundsätzlich schon. Aber ein wirklicher Spaß ist das nicht. Es gibt aber jetzt einen ganz einfachen Trick. Wir sehen ja hier, wir haben Hirnholz. Wir nehmen also eine Wasserflasche, machen das Hirnholz nass, reiben das auch so ein bisschen ein, dass das schön hier in die Faser reingeht. Und voilà, selbes Stemmeisen. Können wir das Material viel, viel einfacher als vorher wegstemmen. Und ein Punkt, woran wir sehen, dass es einfacher geht, ist, hier am Anfang musste ich so viel Druck aufbringen, dass ich immer hier vorne in die Verbindung gehackt habe. Hier auf der linken Seite nicht mehr. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal bei einer etwas größeren Verbindung an und sehen, wie gut das mit dem Wasser eigentlich funktioniert und vor allen Dingen auch, warum funktioniert das? Was war denn das? Das war der sogenannte Pairing Cut. Ein etwas anderer Schnitt. Normalerweise stemmen wir ja wirklich von oben nach unten. So wie wir das im ersten Versuchsaufbau, wenn ich es mal so nenne, auch gemacht haben. Der Pairing Cut ist aber nochmal etwas anderes. Wir stemmen dort mehr seitlich und schneiden wirklich. Also so wie hier,
dass wir das Material so in einer leicht runden Bewegung rausschneiden. Dafür nutzen wir auch die flache Seite unseres Stemmeisens als Auflagefläche. Und das kann sehr vorteilhaft sein, wenn wir wirklich nur einen kleinen Anschlag haben, denn wir kreieren hier auf dem Holz unseren eigenen Anschlag, von dem wir dann immer weiter als Referenz arbeiten. Wichtig, habe ich gerade nicht gemacht, zuallererst sollte man rechts und links oder für euch spiegelverkehrt einmal etwas Material wegnehmen, damit das Material hier nicht ausbricht. Das kann beim Pairing Cut relativ einfach passieren, einfach weil das Hirnholz hier natürlich nicht begrenzt ist. Das habt ihr bei mir gesehen, es bricht hier leicht aus, auch wenn es nass ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Methode mit dem Stecheisen im Allgemeinen, die ihr euch einbläuen solltet. Denn das kann wirklich sehr, sehr sinnvoll sein. Wo sowas auch sinnvoll sein kann und warum sowas eigentlich überhaupt funktioniert, schauen wir uns an der Hobelbank an. Solche Hirnholzspäne sind wirklich schon sehr, sehr nice. Man muss sagen, wenn man jetzt so einen trockenen gegen einen nassen hält, ist das schon ein deutlicher Unterschied. Vor allen Dingen in der Schnittgüte. Der nasse Schnitt ist deutlich sauberer. Was brauchen wir dafür? Haben wir ja schon gesehen. Wasser, das hat wahrscheinlich jeder. Und wir brauchen natürlich ein Stemmeisen, das scharf ist. Gar keine Frage, scharfes Werkzeug hat hier einen ganz großen Einfluss. Wie ich normalerweise schärfe, könnt ihr in diesem Video nachgucken. Wenn ihr wissen wollt, wie ich jetzt nun exakt diese Stemmeisen gestern am Samstag vorbereitet habe, dann würde ich euch dieses Video einmal ans Herz legen. Da spreche ich auch darüber, warum, wieso, weshalb. Ganz wichtig, diese sind nicht schärfer als meine natürlichen, eher etwas stumpfer. Das Wasser hilft also dabei, wie ich schon gesagt habe, die Schnittgüte extrem zu erhöhen. Aber wie genau funktioniert das jetzt eigentlich und warum machen wir das bei Hirnholz? Dafür müssen wir verstehen, wie funktioniert Holz. Und zuallererst müssen wir uns überlegen, wenn ein Baum draußen steht, dann sind die Äste eigentlich immer erstaunlich beweglich. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn der Baum super starr wäre, dann würde er bei starkem Wind einfach abbrechen. Und das ist ja auch genau das, was mit toten, trockenen Bäumen passiert. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir unser Holz wieder etwas weicher. Und wir haben hier ein Stück Holz mit sehr, sehr schönen stehenden Jahrringen. Das heißt, die Faser läuft einfach sehr geradlinig hier durch. Es ist egal, ob die Faser gerade, rund oder wie auch immer läuft. Wichtig ist zu verstehen, wie Holz aufgebaut ist. Diese Faserstrohhalme, wie man sie nennt, haben natürlich irgendwo einen Eingang. Denn hierdurch wurde früher beim Baum Wasser transportiert. Und die Strohhalmenden sind, wie einfach, da, wo das Hirnholz ist. Das heißt, da, wo wir das Stück Holz gekappt haben, sind, wenn man es ganz einfach ausdrückt, ganz, ganz viele offene Strohhalme. Und deswegen funktioniert diese Technik so hervorragend bei Hirnholz. Denn ein ganz bisschen Wasser zieht hier in diese Strohhalme ganz schnell wieder ein und hat einen ähnlichen Effekt wie beim Holzbiegen. Wir verarschen das Holz sozusagen und sagen, Boy, du lebst wieder, sei flexibel. Das Holz ist kurz flexibel und in dem Moment, pow, hauen wir so einen Span runter. Tatsächlich ist es wirklich derselbe Effekt. Zum Holzbiegen nimmt man normalerweise relativ nasses Holz oder wässert sein Holz einfach, um es wieder flexibler zu bekommen. Und jeder, der schon mal draußen im Wald einen frischen Ast geschnitzt hat, der wird wissen, das geht eigentlich sehr, sehr einfach. Und dann kommt man nach Hause und denkt sich, ja, jetzt schnitze ich mal an so einem Stück Feuerholz. Das geht gar nicht, weil es nämlich sauhart ist. Wir brauchen viel, viel schärferes Werkzeug. Und deswegen nochmal, wir tricksen das Holz sozusagen ein bisschen aus, wässern es und haben damit das Stemmen viel, viel einfacher, viel präziser. Denn ganz anders, als wenn wir jetzt mit dem Hammer darunter stemmen, können wir das wirklich mit ganz geringer Muskelkraft runterdrücken. Es ist super schön sauber, saupräzise. Und genau das ist ja auch der Einsatzort. Wenn ihr zum Beispiel gerade in der Gesellenprüfung oder Meisterprüfung seid, macht das vielleicht. Denn eure Schnitte werden super, super sauber. Und das ist gerade bei solchen Projekten, wo es auf jedes Detail ankommt, ein sehr guter Trick, weil es einfach auch schneller geht. Muss man das jetzt bei jedem Projekt machen? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es ist echt eine coole Technik. Ich mache das relativ selten, weil selten die Sachen wirklich wie geleckt aussehen müssen. Aber wenn man das haben möchte, dann ist das der beste Trick dafür. Und wer jetzt sagt, sag mal, tickst du noch ganz sauber? Schön trockenes Holz, extra getrocknet und du kippst Wasser rein? Hast du Fieber? Nein, ich habe kein Fieber. Und wir müssen uns natürlich auch klar machen, das, was ich hier drauf spritze, das ist nicht viel Wasser. Das ist nicht so viel, dass die generelle Holzfeuchte dieses Stückes Holz sich ernsthaft verändert.
Auch wenn wir bedenken, dass wir die Feuchtigkeit hier auf dem Hirnholz aufbringen, das Holz wird sich dadurch nicht sofort verbiegen oder irgendwas. Also insofern macht euch immer wieder klar, wie funktioniert das? Was möchte ich machen? Und das hilft auch beim Stemmen. Das haben wir heute sehr eindrucksvoll gesehen. Erinnert euch, wenn ihr stemmt, an die zwei möglichen Schnitte, an das normale Runterstemmen und an den wunderbaren Pairing Cut, der übrigens auch bei den durchgestemmten Zapfen meiner neuen Hobelbank, oh, jetzt sind wir wieder beim Thema, theoretisch gesehen die beste Alternative wäre, um sehr, sehr saubere Ergebnisse zu bekommen. Einfach das Ganze etwas nass machen und sauber wegpairen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr was gelernt habt. Ich glaube, dass euch das bei vielen Verbindungen echt ganz, ganz viel Arbeit erspart. Also schickt mir eure schönen Verbindungen. Wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Bis dahin, tschüss.